Bier aus Oberbayern und Blasmusik. Das hat er sich gewünscht zum Geburtstag, der bayerische Papst im Ruhestand. Und die bayerischen Gebirgsschützen wollen jetzt liefern. Immerhin ist Benedikt Ehrenmitglied bei ihnen. Weil er eigentlich im Herzen ein echter Boris, auf das gesagt, richtig bayerisch eingebunden und das liebt er heute. Halt. Brezen, Weißwürst und Frankenwein, auch das hat sich Papst Benedikt gewünscht. Der bayerische Ministerpräsident bringt das persönlich vorbei, inklusive persönlicher Wünsche und viel Geburtstagspost aus Bayern. Ein Brief von Edmund Stoiber zum Beispiel. Er ist ja für Endbürger, das ist für ihn zuständig, aber nicht sehr erfolgreich. Benedikt zeigt Humor. Er sei mit seiner Gesundheit zufrieden und sein Rücktritt sei genau richtig gewesen, verrät er in kleiner Gesprächsrunde. Draußen vor der Tür noch einmal Geburtstagswünsche und ein Ständchen. Seit seinem Rücktritt meidet der Papst öffentliche Auftritte. Jetzt greift er noch einmal zum Mikrofon. So danke ich euch herzlich für diese Gegenwart Bayerns, die mir vermittelt. Eines Bayern, das weltoffen, lebendig, fröhlich ist, aber doch eben es deswegen sein kann, weil es im Glauben eine Wurzel, einen festen Grund hat. Und dann endlich das Geburtstagsbier aus Bayern. Mit 90 Jahren schmeckt das eben besonders gut.